Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute bin ich wieder ein wirklich glücklicher Mensch, denn ich habe einen Herrn zugeschaltet, dieses Mal nicht aus Bolivien, dieses Mal ist er in Deutschland und es ist niemand geringerer als der große, große Mensch, der Dr. Karl Probst. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Probst. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Glock. Sehr gerne. Ja, die Kommentare auf YouTube und unsere Zuschauer, die lieben Sie, speziell eben auch Ihre Tiefsinnigkeit, Ihre Art und Weise, mit Menschen umzugehen und diese Medizin, die Sie anwenden. Mir geht's einfach ans Herz und ich darf sagen, also ich bin Ihr größter Fan, lieber Herr Probst. Mir kommen gleich die Tränen. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein toller Mensch bin. Ja, und Bescheidenheit, Demut, das kommt einfach alles zusammen. Also es ist einfach wirklich großartig. Und wenn man mal krank wäre und bei Ihnen wäre, dann weiß ich, dann ist man in allerbesten Händen. Aber heute reden wir ja nicht über Krankheit, zwar indirekt schon, denn Sie haben mir in vielen, vielen Interviews immer wieder auch gesagt, so etwas wie Krankheit gibt's eigentlich gar nicht. Und ich möchte gern diesen Anlass nehmen als Sendung. Wie meinen Sie das ganz genau? Ja, das ist eine ganz fantastische Frage, die Sie da stellen. Denn in der Tat, also wir haben ja schon öfter in unseren Vorträgen, in unseren Interviews hatten wir ja auch wiederholt darüber gesprochen, solche Allerweltssymptome, wie meinetwegen Husten, nicht die Schleimabsonderung, ist eine Methode des Körpers, dass wir uns entgiften. Es ist also nicht Krankheit, Sie merken schon, Husten oder Bronchitis, das wird schon als Krankheit etikettiert. In Wahrheit ist das die Selbstheilungsbestrebung des Körpers über den Schleim, irgendwelche Substanzen, die nicht in den Körper hineingehören, irgendwie auszuscheiden. Ja? Oder Durchfall oder Fieber. Also auch Fieber ist nicht eine Krankheit, sondern das ist eine Selbstheilungsbestrebung des Körpers. Wir wissen aus unzähligen wissenschaftlichen Studien, schon über die letzten 30 Jahre, dass eben jedes Grad Temperatursteigerung eine Verdopplung der Immunkräfte ergibt. Das heißt also, mit 38 Grad Fieber hat das Immunsystem schon doppelt so viel Power. Bei 39 Grad 2x2, also 4x so viel Power. Bei 40 Grad Fieber, Halleluja, da haben wir schon 2x2x2, also 8x so viel Power. Das sind also Dinge, die hat die Naturheilkunde schon begriffen. Und Gott sei Dank, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich ja dieses naturheilkundliche Denken weltweit, muss man sagen, immer mehr durchgesetzt. Und das ist ja die Geschichte, wenn Sie mal angucken, auch so die Krankenkassen, was die erstatten. Eigentlich erst in den letzten Jahren hat ein ganz rigoroses Regime angefangen. Eben das ist also ein Krieg sozusagen zwischen schulmedizinischer und naturheilkundlicher Auffassung. Und die setzen sich halt durch. Alles Naturheilkundliche wird von den allermeisten Krankenkassen ausgeblendet. Schluss aus, wenn Sie wollen, machen Sie das mit Ihrem Doktor aus und mit Ihrem Heilpraktiker. Geht uns als Versicherer nichts an. So. Also soweit ist die Naturheilkunde schon, dass wir erkennen, wir leben im Krieg. Auch wir leben auf vielen Ebenen im Krieg und auch im Bereich der Medizin ist letztendlich ein jahrtausendelanger Krieg jetzt im Gipfelpunkt angekommen. Der jahrtausendelange Krieg, das war der zwischen der sogenannten Humoralpathologie und der sogenannten Zellularpathologie. Schon in der Antike, schon Empedokles hat darüber dann geschrieben oder auch Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, also von 460 bis 370 vor Christus, ja, fast vor 2500 Jahren. Er hat das auch schon, das waren alles Humoralpathologen. Das heißt, die haben nicht von den bösen Erregern hier ausgesprochen und meine armen Körperzellen, die jetzt angegriffen von irgendwoher, die werden nicht angegriffen, sondern wie reagiere ich? Also hier in der Umwelt, also wenn Sie in eine Arztpraxis gehen oder ins Krankenhaus, ist der schlimmste Ort, den Sie sich vorstellen können. Angefangen von Tuberkulose über Syphilis, über AIDS, da kriegen Sie alles. Wenn Sie das allein inhalieren, da sind Tausende von Erregern. Mhm. Sind die ein Problem? Ja und nein. Aber das hängt von Ihnen ab, von Ihrem Immunsystem. Und deswegen, da kommen wir wieder zu Hippokrates zurück, nicht wahr? Hippokrates, der Begründer der Medizin, hat gesagt, lasst eure Heilmittel die Nahrung sein und lasst eure Nahrung die Heilmittel sein. Und das können wir aus der Mengenlehre. A enthalten in B und B enthalten in A bedeutet A ist gleich B. Also die Heilmittel sind unsere Nahrung. Und das ist das, was ich entdecken durfte. Wenn wir jetzt hergehen und wirklich rigoros dem Körper optimale Bedingungen anbieten. Und das ist nun mal die Rohkost.
oder zumindest schwerpunktmäßig Rohkost, 80% mindestens Rohkost, dann wird das Immunsystem so gesund, dass wir automatisch keine Krankheit in unserem Körper dulden. Punkt, Schluss. So, soweit ist auch die Naturheilkunde. Aber um jetzt diese provokative Aussage zu verstehen, dass es gar keine Krankheiten gibt, das habe ich gefunden im Bereich der Heiligen Schrift. Und zwar, wenn man dieses merkwürdige Büchlein, hier habe ich ein radioaktives Exemplar, zerfällt schon gleich, das ist die Heilige Schrift, da steht im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, alles hat uns die göttliche Gnade gegeben, dass wir wunderbar leben können. Das heißt also, es ist nicht der Wille der unsichtbaren himmlischen Mächte, dass wir krank sind. Also wenn wir jetzt in Anführungszeichen krank werden, dann ist das eine Selbstregulation des Körpers nach besten Möglichkeiten eben weiterzuleben. Das können Sie sehr gut beobachten, wenn einer einen Beinbruch hat und das ist dann nicht richtig zusammengewachsen, dann wird er humpeln. Natürlich humpelt er und man kann sagen, ja, das ist irgendwie eine Abweichung. Aber im Rahmen der Möglichkeiten nach dieser defekten Heilung ist das Humpeln, aber er kann doch laufen, Halleluja, ne? Ist das Humpeln zumindest die beste mögliche Variante, die diesem Individuum noch verbleibt. Mhm. Und in dem Sinne muss man das verstehen, es gibt keine Krankheit. Vielleicht haben wir nachher die Möglichkeit, zum Beispiel Krebs oder Diabetes oder solche Dinge mal zu besprechen. Da habe ich eine vollkommen andere Methode entwickelt und in über 40 Jahren beruflicher Tätigkeit, praktischer Tätigkeit am Patienten, kann ich das beweisen, ja, dass da tatsächlich mit dieser Methode, mit dieser einfachen Methode selbst schwerste Krankheiten weggehen. Zum Beispiel Brustkrebs, ja. Es gibt immer wieder leider viel, viel, viel zu wenige, weil wir alle unsere Eigenverantwortung, das eigene Denken abtrainiert bekommen haben. Die glauben halt, ja, gnädige Frau, Sie haben Brustkrebs, ich habe schon für Montag die Chirurgie, ja, die Operation anberaumt und dann macht man gleich eine erste intraoperative Chemotherapie und solche Sachen. Und natürlich, die Frauen sind im Schock, die geben dem dann nach und dann geht da eben das Schicksal seinen Lauf. Aber es gibt Frauen, die sagen, nein, möchte ich nicht. Ich habe das mit meinem Partner besprochen, meistens kommen die Männer dann mit in die Sprechstunde. Wir wollen das nicht. Wir wollen einen anderen Weg gehen und die machen dann, also mein System, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über diese Methode Dr. Probst, also Darmsanierung, fundamental. Schon wieder fällt mir ein, unser lieber alter Hippokrates. Hippokrates hat diesen wahnsinnigen Satz, also vor 2.500 Jahren, ja. Da muss man sich schon fragen, was machen wir heutigen Mediziner? Ärzte gibt es ja kaum, aber Mediziner. Wir forschen doch so unheimlich rum. Ja. Vor 5 Jahren haben das die Amerikaner entdeckt und die haben als erstes eine neue Etikettierung, die sagen nicht mehr Darmflora, das ist veraltet, sondern das Mikrobiom, eine geniale Wortschöpfung. Ja, ja. Mikrobiom bedeutet eben das Wechselspiel von den unendlich Mikroorganismen, die wir im Leibe tragen, und dem Makroorganismus. Und inzwischen durch die Forschung ist ganz klar belegt, eben die unzähligen Mikroorganismen erhalten uns als Makroorganismus am Leben. Also diese ganze Sterilität und dieser Hygienewahn, ja, auch mit den Antibiotika, eigentlich Antibiotika sagt ja schon der Name, ich gegen das Leben gerichtete Substanz. Das ist eine totale Entgleisung und man kann hoffen und vielleicht auch meine Beiträge werden einen gewissen Beitrag dazu leisten. Und jetzt all diese Dinge, die habe ich hier in 3 Büchern, nicht? Warum nur die Natur sein kann, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und Energieschub aus dem Meer. Das ist so eine Trilogie. Wenn wir die gelesen und verstanden haben, dann haben wir die einmalige Chance, uns wirklich aus dem Würgegriff der Medizin zu befreien. Das ist so meine Vision, meine Lebensvision. Mhm. Und dann gibt es natürlich, also nochmal, um zu den Medizinern da zurückzukommen, dass wir eigenverantwortlich werden und diese Frauen, die dann eigenverantwortlich eine Lösung suchen, im Einvernehmen mit ihrem Mann, die lassen sich nicht operieren, die lassen keine Chemotherapie machen, die lassen einfach, der Tumor schwillt, irgendwann bricht das auf, dann fängt es an zu eitern. Das eitert ein halbes Jahr, ein Jahr, 1,5 Jahre habe ich auch schon erlebt. Und da müssen natürlich unangenehm, das riecht ja auch, und die müssen dann mehrmals täglich die Kompressen da wechseln. Aber nach einem Jahr etwa, halt das ab, es vernarbt, ciao, Krebs. Das habe ich so oft erleben dürfen und auch andere Dinge. Einmal sogar fällt mir gerade ein, das war eine Dame, die hatte einen massiven Abdominaltumor, die war wie im 8. Monat schwanger.
Und die hat dann auch angefangen, da kommen wir wieder, was müssen wir machen? Fasten. Fasten, Fasten ist immer das Generalmittel. So. Und dann hat die nach etwa 3 Wochen Fasten eine Geburt gehabt. Dann kam der ganze Tumor in Toto unten raus. Ciao, erledigt. Und wenn man das mal erlebt hat, deswegen verstehe ich ja, ich gebe ja zu, die Leute sagen, die sind so fanatisch. Das stimmt, ich bin Fanatiker geworden, weil ich sehen durfte in der Praxis, jawohl, ja, die Natur hat uns alles gegeben, alles hat uns die göttliche Gnade gegeben, dass wir wunderbar leben können. Selbst dann, wenn wir ein ganzes Leben durch Fehlernährung und ist das Wort Diaita, das stammt ja auch, die Diät, das stammt auch bereits von Hippokrates. Und Diät, da sagen wir alle, ah ja, das ist Essen, irgendwie ist mehr Mohrrüben und Kohlrabi. Nee, nee, Diaita im griechischen Urtext bedeutet Lebensführung, Schlaf-Wachrhythmus, Vormitternachtsschlaf, Meditation, Ruhe, Regelmäßigkeit, ein Routinerahmen. Also Diaita ist die Lebensführung im weitesten Sinne. Natürlich im Zentrum steht eine vernünftige Ernährung, Darmsanierung, dass der Darm gar nicht erst kaputt geht. Aber wie gesagt, wenn wir das beachten, dann kann selbst ein gestörter, ein zerstörter Organismus wie Krebs oder Diabetes oder Rheuma, jetzt habe ich wieder in Südamerika eine nette Patientin mit furchtbaren rheumatischen Beschwerden. Und das Einzige, wo dann die Leute eben, die haben keine Geduld mehr, verstehen Sie? Das sind alles Therapien, die dauern halt ein paar Wochen. Das ist nicht so, wie wenn ich den Lichtschalter hier anmache, bang, dann ist hier Licht. Nein, nein. Oder Cortison geben. Nicht Cortison, da haben sie gleich ihre Allergie unterdrückt. Und das ist der fundamentale Unterschied, was die Menschen verstehen müssten. Erstens Eigenverantwortung. Ich fange an, mein eigenes Gehirn zu benutzen. Zweitens einmal, ich folge den Naturgesetzen. Und das ist ja nicht nur von meinen Büchern, sondern das ist ja schon seit Generationen von diesen sogenannten Außenseitern, denn wir werden natürlich gleich ausgeblendet, wird das natürlich weitergegeben. Und das, wenn man das macht, kann jeder Mensch kann dann merken, ja, Sakrabi, das ist alles verrückt, was dieser Propst da von sich gibt. Aber ich bekomme ich übrigens immer wieder Briefe, also richtige schöne Liebesbriefe, kann man fast sagen. Voller Begeisterung, auch von Männern. Ja, man könnte ja immer denken, das sind die Frauen, die sind halt ein bisschen durchgeknallt. Nein, auch ganz nüchterne, sachliche Männer, auch Doktoren, Firmeninhaber, ja, die also viel beschäftigt sind, probieren es aus und es funktioniert. Mhm. Und deswegen meine etwas provokative Bemerkung, ja, ist keine Krankheit. Mhm. Ja, ich verstehe es auch. Ich meine, wir haben in der Medizin ja immer wieder den Fokus auf die Krankheit statt auf die Gesundheit. Ich liebe ja die Gesundheitsprävention, zu schauen, dass wir gesund bleiben. Nicht den Erreger zu suchen, sondern das Milieu zu stärken. Und das sind ja auch genau Ihre Worte. Aber gehen wir nochmals in den Brustkrebs rein. Sie kriegen Brustkrebs tatsächlich einfach über Rohkost und eine gute Darmsanierung hinterhin. Und inwiefern ist aber dann die psychosomatische Sichtweise zu Brustkrebs ein Thema? Also ich sage jetzt ja, die geistige. Machen wir uns nichts vor. Krebs ist im strengsten Sinne Selbstmord, der sozial akzeptiert ist. Mhm. Man sollte schon darauf gucken, wir sind nicht geboren, um jetzt hier zu leiden. Was weiß ich, Sie haben gewalttätige Ehemann, der da sich erst betrinkt und dann kriegen Sie mal richtig die Hucke vollgehauen. Irgendwann, also ich bin kein Anhänger, ich bin also Anhänger der Heiligen Schrift und nicht so diese lockere Neuordnung. Dann gehen Sie halt, das würde ich nicht sagen, aber ich würde schon einen offenen Dialog suchen oder, wie Schiller sagt, präventiv nicht drum prüfen, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Mhm. Wenn man da daneben gehauen hat, würde ich heute nach diesen 40 Jahren sagen, ist es wahrscheinlich besser, dass man tatsächlich eine Bindung, die uns gar nicht mehr entwicklungsfähig weiterleben lässt, beenden soll. Die Alternative ist dann in der Tat so etwas wie Krebs oder eben Rheuma, die können sich da nicht bewegen. Die haben dann mehr so einen etwas anderen Ausweg gesucht, nämlich des Mitleids. Ja, wenn ich jetzt da völlig versteift da liege im Bett, dann brauche ich jemanden, das ist dann sozusagen die Rache. Das gibt ja immer zwei Seiten. Jedes Ding hat zwei Seiten. Der Blödmann macht mich kaputt. Das sind ja meistens Frauen, nicht diese Rheumatikerinnen, diese komischen. Aber dafür bestrafe ich ihn damit, dass ich halt im Bett liege, weil ich nicht mehr kann. Und da muss der Idiot wenigstens Buße tun in der Form.
ist auch eine Methode, aber nicht sehr sinnvoll, sagen wir mal. Also Krankheit kann man eigentlich auch so definieren, dass es eigentlich die bestmögliche Antwort des Körpers ist, seine Balance zu halten, oder? Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt muss man nur das Wort Krankheit, Sie haben ja schon das Stichwort gegeben, Herr Glock. Alleine die Tatsache, dass wir dauernd in Krankheit denken, anstatt in Gesundheit, das ist bereits die Ursünde. Und damit wird automatisch bereits impliziert, das wird gar nicht mehr hinterfragt, es gibt Krankheit, Punkt, aus. Ich, der Schulmediziner, habe das definiert. Und das wird uns seit frühester Kindheit in das Gehirn hinein hypnotisiert. Das geht ja schon bei den kleinen Babys los. Herr Doktor, mein Kind, das hat jetzt Durchfall. Ja, das hat nicht Loperamid und das lähmt den Darm. Ach, habe ich einen guten Doktor und jetzt hat es keinen Durchfall mehr, das Baby. Ja, aber da war irgendwas schiefgelaufen, weil die Mutter nicht informiert ist, weil sie zum Beispiel nicht meine Bücher gelesen hat oder sonstiges. Es gibt ja viele wunderbare Literatur. Und hat eben das Kind fehlernährt, da ist jetzt zu viel durcheinander im Leib. Und jetzt zieht der Körper die Notbremse und sagt, das muss jetzt alles mal über den Durchfall raus mit dem Zeug. Und das sollten wir keinesfalls behindern. Man kann als Faustformel sagen, das ist ja auch, da bin ich auch schwer angegriffen worden. Es gibt ja immer solche Dreckschmeißer, gibt so einen Koch, der da, also wirklich in bösartigster Manier, da geht es nicht um Aufklärung, da geht es nur um Zerstörung, ja. Da habe ich mal gesagt, wenn du den Doktor siehst, Beine in die Hand und laufen, laufen, laufen. Ja, weil die Ärzte, also falls es noch Ärzte sind, aber auch Mediziner, wir lernen halt Schema F. Das wird vorgegeben. Übrigens, wenn das interessiert von unseren Zuhörern, dann geben Sie mal bitte ins Internet rein Flexner, also Flexner, den Flexner-Report. Das war ein Arzt, der war jahrzehntelang von der AMA, der American Medical Association, etwa von 1910 bis 1940 war der Präsident. Und der hat in diesem Report, der hat alle naturheilkundlichen Verfahren zerstört. Da wurden dann mit Hunderten von Millionen Dollar, wurde die ganze Naturheilkunde, die ganzen naturheilkundlichen Bücher, alles wurde verbrannt. In die AMA, also die American Medical Association, anerkennt ausschließlich nur chemische Präparate, die synthetisch hergestellt sind. Punkt. Ende. Also ich will nur sagen, da ist eine unglaubliche Sache, eine unglaubliche Verführung und die geht eben schon, weil wir dauernd in Krankheitskategorien denken. Wir denken nicht Gesundheit, zum Beispiel sollte man wirklich, das war ja dieser, ich weiß gar nicht, wer das war ein amerikanischer Soziologe, der die Salutogenese begründet. Nicht vor 50 Jahren. Salutogenese bedeutet Salus, lateinisch die Gesundheit. Wie entsteht Gesundheit? Das sollte man lernen. Das war ja das Anliegen der Alten, dass wir eben gesund, was sind die Komponenten von einer gesunden Lebensführung, ohne dass eine Abweichung notwendig wäre, die wir dann uns haben verkaufen lassen als Krankheit. Und da sind wir wieder bei diesem Zitat vom Hippokrates, mach deine Nahrung zu deinem Heilmittel und lass das Heilmittel deine Nahrung sein. Und dieses Thema ist wirklich weg. Es ist heute einfach radiert, ausradiert, kein Thema mehr. Können wir vielleicht mal ein Beispiel machen über das Thema Diabetes? Kann man machen, aber vielleicht darf ich nur ganz kurz, Sie haben das richtig gesagt jetzt, um das abzuschließen. Das ist genau diese, dass wir von Krankheiten reden zunächst einmal und dass wir die Menschen gar nicht aufklären über die Mechanismen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, damit die Leute diesen Schwindel der Schulmedizin abkaufen, aber auch der Naturheilkunde nebenbei bemerkt, der klassischen, nämlich ist, dass wir einen unglaublichen Popanz an wissenschaftlichen Studien aufbauen. Wenn Sie heute, also zu mir kommen ja Patienten, die haben immer so einen dicken Leistungsordner mit befunden. Das ist unfassbar. Das, und genau, das bin ich. Man kann unendlich viele Werte erheben und kann damit dem Patienten vorgaukeln, na gut, jetzt habe ich so viele Befunde gemacht, wir haben alles durchuntersucht. Ich meine, dass wir nichts gefunden haben, dann kommt ja bei sehr vielen Frauen vor allem dann eben der Jagdschein. Also der Jagdschein, die spinnt halt die Arme, weil die dauernd Krankheiten hat, die sie nicht hat eigentlich. So. Und das ist eben diese Geschichte, dass wir das auch durchbrechen sollten, diese Wissenschaftsgläubigkeit. Wir glauben, die Wissenschaft wisse was. Ich habe ja schon erwähnt, den Hippokrates, die wichtigsten
Eckdaten einer gesunden Lebensführung hat dieser Mann vor 2500 Jahren schon schriftlich zu Papier gebracht. Das heißt, jetzt kommen nur noch Ausgestaltungen. Aber das, was jetzt in Reinkultur zu erleben ist in der Medizin, das sind diese wahnsinnig vielen Befunde, die vollkommen überflüssig sind und die nur den Menschen vorgaukeln, ich wüsste was. Da denken wir doch alle automatisch an Goethes Faust. Wir kennen ja, bevor das losgeht, richtig, da ist er doch da in seinem Studierzimmer, wo er dann eben in die Verzweiflung letztendlich gerät, wo er dann auch sagt, und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Und dann philosophiert er ja weiter, der Faust, und wird dann ganz verzweifelt. Dann logischerweise, der Mann hat wenigstens Format gehabt, der war ehrlich zu sich selbst und zu der Gottheit letztendlich. Da bleibt ihm nichts anderes übrig als der Freitod. Nicht? Und er nimmt ja dann die Fiole mit dem Gift und setzt sie gerade dann an den Mund. Und dann ertönt die himmlischen Chöre, das ist die Osterglocken läuten. Und dann hört der Engelchor, der verlautbart dann, Christ ist erstanden aus der Verwesung Schoß. Drum reißet von Banden freudig euch los. Also, das ist das Reich der Gnade, was hier aufgetan wird. Und dann geht das Ganze weiter, dann hört er auf. Und dann kann sich das ganze Drama von Faust überhaupt erst entfalten. Und wenn man mal jetzt anfängt, mit den hermetischen Gesetzen zu operieren, nicht wie oben, so unten, wie außen, so innen, wie im Unsichtbaren, so im Sichtbaren, wie der Anfang, so das Ende, dann merken wir, oder fraktale Geometrie, wir kennen das ja von Mandelbrot, vor 50 Jahren hat er das mit anderen Worten ausgedrückt, dann sehen wir, das, was hier prototypisch in dem Drama von Faust ausgebreitet wird, das hat jeder einzelne von uns Menschen auch zu durchleben. Ich war ja in jedem Misthaufen, esoterischen Misthaufen, wissenschaftlichen Misthaufen. Also es gibt wenige Menschen, ich habe mein ganzes Leben, ich war nicht ein einziges Mal in meinem Leben bei einem Fasching zum Beispiel. In der Zeit habe ich dann irgendwie mich, genau wie Faust, bin ich schlau, ja. Jetzt Griechisch kann ich in das Hebräisch auch noch vorlesen, ja. Wozu? Aber das ist alles eine notwendige Durchgangsstation für uns alle, auch für unsere Zuhörer, dass wir endlich durchschauen, wir wissen eigentlich gar nichts. Ein ganz einfaches Beispiel, neulich habe ich Ihnen das ja schon auch in einem unserer Gespräche weitergegeben, mit den Blutkörperchen, ja. Wir wissen, wir haben 5 Liter Blut. Ich gebe Ihnen jetzt 3 Daten. 5 Liter Blut, wenn Sie das im Mikroskop angucken, in einem Kubikmillimeter Blut sind 5 Millionen rote Blutkörperchen, also Erythrozyten. Und die mittlere Lebensdauer von den roten Blutkörperchen ist 4 Monate, 120 Tage. Das heißt, nach 120 Tagen muss das ganze Blut wieder ausgetauscht sein. Und wenn man das mal hochrechnet, das ist eine einfache Rechenaufgabe, dann werden jede Minute, jede Sekunde, die wir jetzt miteinander sprechen, in unserem Körper etwa 2 Millionen rote Blutkörperchen sterben. Und genau diese 2 Millionen müssen auch wieder erneuert werden. Das war genau die Zahl, die jetzt gestorben ist, was weiß ich, 1.995.000. Genau diese 1.995.000 müssen auch dann wieder erneuert werden. Nicht mehr und nicht weniger. Werden mehr erneuert, kriegen wir Krebs, werden weniger, dann kriegen wir eine Anämie und sterben. Okay? So. Das heißt, da, wer koordiniert denn das? Niemand, das werden wir nie erfahren. Also zu glauben, wir wüssten etwas, das ist in sich schon die notwendige Voraussetzung, dass sich die Menschheit hypnotisieren kann. Ich bin hier der Mann, weißen Kittel habe ich vergessen, aber eine Fliege habe ich wenigstens schon mal ganz gut. So, also ich mit der Mann im weißen Kittel, ja, selber womöglich schwer krank, ja, mit die ärztliche Sterblichkeit ist noch mehr als die höher als die von den geringeren Lebenserwartung als von der Durchschnittsbevölkerung. No, sehr verdächtig. Oh je. Sehr verdächtig. Ja, und also ich definiere das, ich bin schlau, ich habe einen Doktortitel und in Wirklichkeit, das will mir schier das Herz verbrennen, dass wir nichts wissen können. Und wenn man das verstanden hat, also das war die Geschichte. Jetzt haben Sie gefragt wegen Diabetes, auch eine. Und das ist eine ganz fantastische Frage, einfach deswegen, weil das kann nun jeder unserer Zuschauer sofort selber am eigenen Leibe nachprüfen, was ich sage. Wir haben dann 2 Theorien. Die Schulmedizin sagt ja also, Sie haben da Diabetes irgendwie, da ist halt Ihr Körper verrückt geworden.
die Zellen, also aus irgendeinem Grund haben sie hohen Blutzucker. Und der Blutzucker, der ist schädlich, denn die Zucker sind eine hochaggressive Substanz. Die greifen die Eiweiße an, die greifen die roten Blutkörperchen an, und zwar in einer irreversiblen Form. Das heißt, wenn die angegriffen werden, werden die zerstört. Und das ist dauerhaft, dieser Zustand. Das heißt, mit dieser zerstörten, das ist dieses HbA1c, der sogenannte Langzeitblutzucker, da kann ich Ihnen sagen, wie innerhalb der letzten Wochen Ihr durchschnittlicher Blutzucker gewesen ist. Das kennt jeder Diabetiker. Und wir haben ja immerhin über 7 Millionen Diabetiker in Deutschland, also eine echte Massenepidemie. Mhm. Und da kriegen Sie als erstes eben vom Doktor gesagt, also das ist dauerhaft, Sie müssen jetzt und die Tabletten und wenn die dann nicht genügen, dann müssen Sie Insulin und so weiter. Warum? Weil immer wieder, da kommt diese irrige Vorstellung, also es gibt Krankheit. Aha, es gibt Krankheit. Die Zellen sind irgendwie verrückt geworden. Wir haben immer schöne lateinische Worte. Man nennt das die sogenannte Insulinresistenz. Also der Körper, ah ja, das muss man auch noch wissen. Wir haben hier Zellen und natürlich jede Zelle muss Energie produzieren. Das Einzige, was die Zelle interessiert, die Energieproduktion. Und deswegen müssen wir zum Beispiel da die Glucose reinlassen. Aber die Zellwand ist undurchlässig für Glucose. Es sei denn, dass der Körper Insulin absondert, in der Bauchspeicheldrüse geschieht das. Das Insulin öffnet die Körperzelle und dann kann die Glucose hinein, kann verstoffwechselt werden und die gewünschte und benötigte Energie kommt raus. Das ist der physiologische Grundtatbestand. Aber jetzt, vielleicht hat der liebe Gott Sie bestraft oder Sie haben irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall, wir wissen nicht warum, haben Sie eine Insulinresistenz. Das heißt, Ihre Zellen, die sind verrückt geworden, die trotzdem Insulin sagen, die Zellen, ich will keine Glucose haben, ich kann die nicht haben. Und deswegen müssen wir jetzt die Zelle vergewaltigen. Wir müssen jetzt also einmal die Bauchspeicheldrüse ausmelken, das letzte Quäntchen an Insulin, damit das richtig schön reinschießt, damit die Zelle da aufgesperrt wird. Und das macht man ja mit diesen bekannten Tabletten. Es gibt inzwischen andere Therapieprinzipien, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Mehr Insulin und der Druck wird erhöht und dann muss die Zelle irgendwann aufgehen. Und irgendwann funktioniert das gar nicht mehr, dann muss man Insulin spritzen. Das ist ja nur der normale Ablauf. Und das gibt keinen Weg zurück. Und was ich nun festgestellt habe und an Tausenden, wirklich Tausenden, und zwar ohne Ausnahme nachweisen konnte, ist Folgendes. Das berühmte FDH, nicht frisst die Hälfte, oder noch besser ein Fasten. Fasten Sie. Warum? Die Zellen, wenn die Proppe voll sind, weil wir alle überfressen sind, um es mal deutsch zu sagen. Wenn wir überfressen sind, wir kennen keine, wir haben doch alles, ist doch periodisch im Leben. Wir schlafen, wir wachen, wir atmen ein, wir atmen aus, oder? Und genauso ist immer schon gewesen in der Menschheitsgeschichte, dass wir Zeiten der Fülle haben und Zeiten auch des Fastens. Auch hier im Matthäus-Evangelium mit den Ehren, da gibt das Jesus auch ganz wunderbar weiter. Wir haben diese Periodizität. Jetzt bin ich bei Ihnen, deswegen essen wir. Weil Sie haben doch den Jesus angegriffen. Und das sind so Fresser und Säufer, was du da um dich hast. Ja, jetzt ist der Bräutigam bei Ihnen, jetzt essen wir. Aber dann kommt wieder, der Bräutigam ist nicht da, jetzt wird gefastet. Also, Generalschlüssel jetzt für jeden von uns, der Diabetes haben sollte, machen Sie ein mehrtägiges Kurzfasten, am besten in Begleitung eines Therapeuten, vielleicht Heilpraktiker oder Arzt, der ein bisschen was neben dem schulmedizinischen Wissen sich schon angeeignet hat. Und vor allem machen Sie Ihre Hausaufgaben, dass Sie erkennen, wir haben letztendlich Eigenverantwortung für uns. Wir selber sind die Herren unseres Lebens. Und wir selber müssen den Mut entwickeln, dass wir wieder anfangen, selber die Verantwortung für unser Leben in die Hand zu nehmen. Genau. Und wie gesagt, innerhalb, wenn Sie das machen, wichtig wäre auch ganz wichtig, dass die Leute selber den Blutzucker messen können. Und dann werden Sie sehen, innerhalb von wenigen Tagen ist Ihr Diabetes verschwunden. Und damit er dann dauerhaft wegbleibt, da sollten Sie dann halt möglichst mit der Ernährung aufpassen, vor allem mit den Kohlenhydraten. Das habe ich hier detailliert beschrieben, warum nur die Natur uns heilen kann. Und zwar mit vielen Bildern, wie man so schön sagt. Ein Bild sagt, ach, das kann ich Ihnen ja gleich mal zeigen. Ein Bild sagt da bekanntlich mehr als 1000 Worte. Und da habe ich das sehr genau dargestellt. Hier haben wir das in diesem Bildchen. Nicht? Die Nahrung wird aufgenommen
Und Sie sehen hier unten, jetzt haben wir einen, also wird da aufgenommen, dann wird sie über den Blutkreislauf und die Glucose verteilt. Und wie gesagt, die Blutglucose muss möglichst gering bleiben. Hm. Also alle paar Jahre werden ja die Blutzucker-Richtwerte, Referenzwerte nach unten korrigiert. Also momentan ist der, also international noch vor wenigen Jahren war es noch 140 Milligramm, jetzt ist es unter 100. Meiner Meinung nach, also mein Blutzucker, der ist bei 50, also deutlich unter den angeblichen Normen. Mhm. Weil wenn jetzt nämlich über den Blutkreislauf wird verteilt, sowohl die Blutglucose wie auch die roten Blutkörperchen, die ja den Sauerstoff an die Zellen bringen müssen, das muss der Körper blitzschnell, entweder in der Muskulatur oder in der Leber, da muss jetzt der Blutzucker zwischengespeichert werden. Und wenn das nicht geht, dann macht der Körper in seiner Verzweiflung Fettgewebe. Sie sehen, mit der Muskulatur und mit der Leber, da gibt es zwei Pfeilchen in beide Richtungen. Hm. Nur wenn wir dann eben Fett haben, da gibt es noch ein, das ist eben der Weg ohne Wiederkehr. So, mit anderen Worten, wir haben hier, aber wenn jetzt die Muskulatur schon voll ist, da geht halt nichts mehr, tut mir leid. Die Leber kann nicht mehr als etwa 200 Gramm Glucose speichern, dann ist auch Schluss. Das ist nicht, was die Leber nicht möchte. Die Leber kann nicht. Also wenn man das einmal, wenn das muss richtig so einen Klick hier oben machen. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich das den Patienten dann erzähle und erkläre, soweit sie die Bücher nicht kennen, da habe ich sie genau beschrieben, dann merkt man richtig, wie so ein Aha-Erlebnis. Sie sind richtig befreit. Ja. Und dann machen sie das und dann brauchen die mich nicht mehr und die anderen Strolche genauso wenig. Es ist immer das Gleiche. Ich meine, wenn der Körper den Zucker nicht mehr aushält und nichts mehr anfangen kann damit, dann muss ich nicht noch mehr Zucker essen, sondern einfach mal aufhören mit dieser Fehlernährung, oder? Jetzt, Herr Dr. Probst, die Sendezeit ist schon längst durch, aber ich habe mich kurzfristig entschieden, dass wir es verdoppeln, weil wir haben ja in unserem Fernsehprogrammstruktur immer so halbstündige Sendungen. Jetzt machen wir gleich eine stündige daraus und gehen einfach weiter in diesem Thema drin, weil Sie sind so schön im Fahrt und ich will Sie einfach sprechen lassen. Es ist einfach, es tut gut zu hören, wie ein Mediziner denkt. Ich möchte gerne mal vielleicht im Thema 2 jetzt einmal ein bisschen in die Historie zurückgehen. Ich habe ja gelesen, dass früher geheilt wurde zuerst mal mit dem Wort. Dann kam die Arznei. Und erst in dritter Phase wurde eigentlich geschnitten. Das war früher eigentlich die ganze Therapie. Können wir das mal noch durchgehen? Am Anfang wurde mit dem Wort geheilt. Was war denn die Funktion des Arztes? Ja, genau. Also das sind ja diese berühmten drei Worte. Verbis, herbis, lapide. Nicht? Wir müssen ja Latein reden, dann ist die Kostennote entsprechend höher. Ich meine, also super. Ich muss mich ja unterscheiden. Nicht? Also ich meine, die Fliege ist schon mal gut, aber es muss noch mehr kommen. Ja? So. Also jetzt haben wir das gemacht. In der Tat, und das ist ja wieder diese Umkehrung eigentlich durch diese Technisierung der Medizin. Eigentlich heute, ich kann innerlich immer nur weinen, wenn die Patienten mit ihren dicken Leitsordnern kommen. Ja, die kommen da. Und sie identifizieren sich auch da damit. Ich bin dieses Krankheitsbild da, diese Laborwerte, das bin ich. Also das fängt ja, schon an. Ja, immer wieder, genial, genau. Immer wieder kommt Patienten, das bin ich. Ich frage dann, ja, ist das alles, was Sie sind? Um Gottes Willen, da sehen Sie schon, wie verführt wir sein müssen, welche Hypnose, die seit frühester Kindheit uns das Denken ausgetrieben hat. Mhm. Ja. So, also und das hängt damit natürlich zusammen durch diese Technisierung. Ich hatte ja auch eine Praxis vor vielen Jahren, als ich das noch nicht so wusste. Und da habe ich auch natürlich dann halt irgendwelche Befunde geordert, aber halt eben mit Maß und Ziel und nie unnötig. Wohingegen heute, wenn ich halt teure Apparaturen, was weiß ich, so ein Computertomograph, der da 5 Millionen Euro kostet oder mehr, das muss halt amortisiert werden. Und dann wird auf Teufel komm raus halt eben diagnostiziert und auch operiert. Nicht, Sie wissen, die ganzen Chefarztverträge, die modernen, gehen immer davon aus, das ist ein Teil des Vertrages, dass eine Vollbelegung der Station erreicht werden muss. Das heißt, es ist nicht die medizinische Notwendigkeit, etwa in der Chirurgie, ja, sondern es muss möglichst der Patient so weit gebracht werden, dass er möglichst lang und mit möglichst vielen technischen Leistungen, zum Beispiel Operationen, versorgt wird. Also eigentlich etwas absolut unmoralisch. Man staunt, das kam sogar im Deutschen Ärzteblatt, da wurde das auch kritisiert, ja, auch in verschiedenen regionalen Länderärzteblättern. Mhm.
Aber geändert hat sich nichts. Ja, das ist so wie mit der Krankenhausernährungsstudie. Das war 1991 an der Universität Düsseldorf. Da wurde, ich habe den Bericht, das ist so ein dicke Schwarte, da wurde in allen Krankenhäusern wurde die Ernährung mal untersucht. Da kam raus, das ist eine fürchterliche Ernährung. Das macht die Leute noch mehr krank. Das ist absolut kontraproduktiv. Es muss dringend was geändert werden. Das war die Quintessenz dieses, fast 200 Seiten dicken Pamphlets. Geändert hat sich aber nichts. Und dasselbe ist jetzt hier auch mit den Chefarztverträgen. Das ist unmoralisch, meiner Meinung nach. Ich glaube, jeder, der noch einen Funken Restgehirn hat, wird das ähnlich sehen. Aber es hat sich halt nichts geändert. Und das hängt auch mit dieser, schon von Anfang an, wir sind ja alle irgendwie eingebunden in eine hypnotische Meinungsblase. Ja, zum Beispiel, das war bei mir damals, als ich ein junger Arzt war, ich habe gut verdient, damals war das, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, da gab es diese Bauherrenmodelle, ja, also nicht so viel Steuern zahlen, denn Steuern ist ja was ganz, ganz, ganz Böses, also machen Sie ein Bauherrenmodell, ja, und das ist halt eben eine Sache, da sind vielen Menschen das Genick gebrochen damit, ja, und also ich würde sagen, heute ist die Umkehr tatsächlich zuerst eben diese ganzen technischen Leistungen, die kann man ja auch abdelegieren ganz bequem, und erst dann vielleicht die psychosomatischen, nicht, also das Wort würde bedeuten, wie geht es denn zu Hause? Was ist denn Ihre persönliche Situation und solche Dinge? Und wenn man damit anfangen würde, könnte man 80-90% aller Probleme schon abbiegen. Und dann natürlich immer daran denken, man muss dem Körper eine gute Ernährungsgrundlage, gute Basis an Spurenstoffen, Spurenelementen, Vitaminen. Das muss natürlich gewährleistet sein. Und das hat sich ja schon 1935 in den USA nachweisen lassen. Da gab es einen großen Kongressreport, in dem eben aufgrund dieser Monokulturen nachgewiesen werden konnte, dass aufgrund der Monokulturen die Mineralausstattung und die ganzen Spurenelemente, die Phytochemikalien, also die ganze Nahrung war schon zu 80-90% entwertet. Seitdem sind mir neuere Studien so allumfassend nicht bekannt, aber es gibt unzählige Studien, die für die definierten einzelnen Phytochemikalien zeigen, das ist ein Desaster. Das sollte man wirklich dann, diese sogenannten Superfoods oder eben die Dinge, die ich da auch entwickelt habe, im Zusammenhang mit der Firma Telomit, dass man dann eben zum Beispiel die Algen nimmt als zur Entgiftung, dass man eben die Pilze nimmt, um diese ganzen Spurenstoffe in ausreichendem Maße zuzuführen. Das wäre sicherlich also es gehört zusammen. Ja, ich kann nicht nur kritisieren, ich muss gucken, dass ich meine Ernährung wieder vollwertig hinbekomme. Eben wie Hippokrates sagt, es soll eben die Nahrung meine Grundlage werden. Jetzt ist es ja so, ich meine, es ist ja alles logisch, was wir da jetzt miteinander besprechen, und der Zuschauer kann das alles nur abnicken. Und trotzdem haben wir so ein Image geschaffen, dass der Arzt eigentlich schaut, dass wir gesund, nein, dass er die Krankheit behandelt, die irgendwann ja vielleicht auf uns zukommt. Aber diese Präventionsgedanke, dass ich verantwortlich bin für meine Gesundheit, ist irgendwie verschwunden. Ja. Ich verstehe sie aber auch, denn ein Mediziner wird ja von der Pharmazie ausgebildet. Und die Pharmazie hat ja ein Interesse letztendlich, ihr Punkt 2, Arznei, und 3, Schneiden, letztendlich auch sehr professionell hinauszutragen. Die sind nicht verantwortlich für Punkt 1, Wort. Für die Gesundheitserhaltung sind die nicht verantwortlich. Vielleicht kommt das jetzt über den Staat, der sich ja jetzt sehr fürsorglich eigentlich für unsere Gesundheit ja einsetzt in dieser Corona-Phase. Vielleicht ändert sich ja dieses Denken. Ich kann es ja nur hoffen, aber ich glaube einfach, es ist im Kopf drin, dass einfach wirklich der Arzt da ist, wenn was ist, aber die Prävention ist vom Tisch. Absolut. Und das ist ja das, wenn wir mal an die Automobile denken, da wissen wir alle, da gibt es eben Vorbeugung, dass wir dann einfach Ölwechsel machen und all diese Dinge, damit wir gar nicht in den therapeutischen Fall reinkommen, wo etwas Schlimmes wäre. Ja? Und da gibt es sogar den TÜV alle 2 Jahre, ja, damit halt wirklich die allergröbsten Dinge gar nicht erst passieren, damit nicht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Und da kann man schon sich die Frage stellen, die Sie eben aufgeworfen haben. Warum ist das im Bereich der Automobile ganz gut funktional, nicht? Mit den präventiven Gedanken vorbeugen ist besser als heilen. Und im Bereich des Körpers, da ist das völlig
im Hintergrund. Niemand denkt dran, sondern man repariert nur. Ja, es ist da irgendwie, ich habe Herzklopfen, also muss ich ein Herzmedikament nehmen. Ich habe Kopfschmerzen, muss ich wieder ein anderes Medikament nehmen. Auch übrigens hochspannend, wenn Sie mal gucken. Die ganzen Psychopharmaka sind im Grunde genommen so eine Art antientzündliche, also Schmerzmittel bedeutet ja, da haben wir eine Entzündung im Körper und die Entzündung, die erzeugt Schmerzen. Ja. Und diese Schmerzen müssen gedämpft werden. Und da gibt es eben, wenn Sie jetzt Gelenkschmerzen haben, dann verschreibe ich Ihnen Ibuprofen oder Diclofenac oder irgend so etwas. Wenn aber Ihre Seele wehtut, genau dasselbe, dann verschreibe ich Ihnen halt Kurztag oder irgendetwas, was halt eben 20 Mal so teuer ist. Aber genau dasselbe Wirkprinzip, nämlich Entzündungshemmung. Da fängt man sich schon, da wird wirklich unglaublich viel aus Marketinggründen getrickst. Und auch die meisten Doktors wissen das nicht, dass es sich hier um letztendlich Schmerzmittel handelt. Ja? Antientzündliche Mittel ist wirklich ein Skandal. Aber auch da wieder, als Doktor, als sogenannter Fachmann, habe ich auch die Bringschuld, mich weiterzubilden und zu gucken, was sind denn die Prinzipien, die hinter den verschiedenen Medikamenten stehen. Und da sehen Sie dann, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir schon dieses erste Thema hatten, dass wir erkennen, es gibt tatsächlich nur eine einzige Krankheit, und das ist Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel, denken wir an den Professor Manfred von Ardenn, der ja die Sauerstoff-Mehrstelltherapie vor 50, 60 Jahren entwickelt hat. Oder denken wir an, da gibt es auch Untersuchungen, das war Ende des letzten Jahrhunderts, also des vorletzten Jahrhunderts, da war da begann erstmals eben diese Sauerstoffflaschen, die dann ausgeliefert wurden an die verschiedenen Kliniken und Arztpraxen. Und da haben dann solche Fahrer, die halt eben diese Flaschen da ausfuhren, am Abend eine Stunde lang geschnüffelt, den Sauerstoff. Und da hat man beobachtet, bei den Leuten, die regelmäßig eine Stunde Sauerstoff schnüffeln, die sind 80 Jahre, haben noch wunderbare Haare, haben keine grauen Haare, haben noch dunkel gefärbte Haare. Also das war irgendwie eine Verjüngung. Und da hat dann die Forschung gerade in den USA eingesetzt, und es gibt mehrere Bücher, die kann man heute noch runterladen aus dem Internet in englischer Sprache, über diese segensreichen Sauerstoffauswirkungen. Und das wurde auch voll mit dem übereinstimmen, und das ist ja der Knackpunkt, das ist sozusagen der Startpunkt für unsere Überlegung, hier Abbildung 1.1, dass wir erkennen, die Gewebe, das ist da oben, das sind die Zellen, nicht unzählige Zellen machen irgendein Gewebe, und da muss Sauerstoff hin. Wenn wir aber eine sehr stark eine inflammatorische Ernährung haben, also viel Entzündung, zum Beispiel durch Kohlenhydrate, nicht Entzündung ist ein anderer Ausdruck für Feuer. Wo ein Feuer ist, gibt es Asche. Die Asche wird hier eingelagert und die behindert immer mehr die Sauerstoffdiffusion. Das heißt, wir haben Sauerstoffmangel in den Geweben. Wenn man das mal verstanden hat, dann werde ich alles daran setzen. Da können Sie zum Beispiel auf eine Homepage gehen. Da habe ich dann solche Sauerstoffkonzentratoren aufgeführt, verschiedene. Man kauft sich den Sauerstoffkonzentrator, bekommt 5 Liter Sauerstoff pro Minute raus, setzt sich eine Maske auf und eine Stunde oder zwei Stunden am Tag inhaliert man einfach. Und siehe da, dann habe ich eine um mehrere Jahre verlängerte Lebenserwartung, fühle mich besser, meine Schmerzen gehen weg, mein Kopf funktioniert wieder besser. Das sind halt Tatsachen. Ausprobieren kann jeder für sich machen, klar. Aber es ist natürlich eine Eigenverantwortung. Da haben Sie ein großes Fass aufgemacht, die ganze Sauerstoff, habe ich mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt. Ich sehe, dass die Leute viel zu schnell atmen, viel zu schnell, also wirklich übersäuernd. Die Menschen sind? Viel zu schnell viel zu schnell atmen. Also wirklich genau. Zwischen 10, 15, 20 Mal pro Minute atmen, also wirklich sehr viel Stress eigentlich darauf produzieren. Und fürchterlich. Ja, das ist überhaupt, da kommen wir ja auch wieder zu der vierten Komponente dieser Methode Dr. Probst, das ist das Psychische. Und zwar, das kann jeder sofort ausprobieren im stillen Kämmerlein, anstatt am Abend noch mit Fernsehen sich aufzuregen, kann man sich ins Bett legen und einfach nur mal seinen Atem beobachten. Also ein Atemzug ist einatmen, ausatmen, das wäre ein Atemzug und je höher die Frequenz ist, umso schlechter. Und wenn, das kann jeder sofort nachvollziehen, Sie meditieren vielleicht mal eine halbe Stunde oder nur eine halbe Stunde mal den Atem beobachten. Dann werden Sie beobachten, nach wenigen Minuten, schon nach 10, 15 Minuten, kommt darauf an, auf welchem Stresslevel
wie wir uns befinden. Da kommt man dann auf eine Atemfrequenz von etwa 4 bis maximal 7 Atemzügen pro Minute. Also ganz spannend. Und wer das nicht schafft, da kann ich Ihnen sagen, das klingt ja auch gut, nicht? Wahrlich, ich sage Ihnen, Sie sind noch zu sehr gestresst. Genau, so ist es auch, ja. Genau. Ich habe es auch schon bei Depressionen gesehen, bei Menschen mit Depressionen, wenn man ihnen Sauerstoff gegeben hat, ist plötzlich das Leuchten in den Augen wiedergekommen, die Freude, die Lebenskraft. Und auf der anderen Seite sieht man eigentlich immer wieder, dass Sauerstoff gefährlich ist. Ja, natürlich. Ist gefährlich, aber nicht für Sie, sondern für das System. Genau darüber reden wir ja. Ist aber verrückt, oder? Verrückt, ja. Deswegen ist ja gut, dass wir diesen Vortrag auch jetzt gehalten haben oder dieses Gespräch miteinander geführt haben, dass wir die Menschen erwecken wollen, so wie die Zeugen Jehovas erwachet. Ja? Also am liebsten möchte ich jeden Menschen an der Schulter nehmen und rütteln und schütteln, dass er erwacht. Wir müssen erwachen. Wir sind, und das ist ja die Katastrophe, wir sind so tief hypnotisiert. Selbst die sogenannte Naturheilkunde, die ja schon viel Gutes bewirkt, die sagt, ja, machen Sie keine Chemotherapie, machen Sie diese naturheilkundlichen Verfahren, die ich Ihnen jetzt empfehle, was weiß ich, Amygdalin und so weiter und so weiter. Aber das ist alles schön und gut und die haben ja auch Erfolg. Der soll ja auch nicht strittig gemacht werden. Aber die Wurzel, solange wir nicht die Pfahlwurzel des Bösen, die Pfahlwurzel der Hypnose ausgraben, werden wir immer wieder reinfallen. Das merken Sie ja auch an der Naturheilkunde. Ich habe ja viel mit Naturheilkundlern zu tun gehabt. Dann, die sagen, ja, schon, also jetzt haben Sie Fieber, nehmen Sie kein fiebersenkendes Mittel oder so. Aber, jetzt hat er 40, jetzt wird es doch gefährlich. Nehmen Sie doch mal lieber das Paracetamol. Merken Sie, er hat nicht das Prinzip verstanden, sondern er geht rein symptomatisch, technisch vor. Also 38, ja, das geht noch. 39, das geht auch noch. Aber 40, Aber da muss man auch wieder, da merken Sie, wie die Leute nicht denken. Sie wissen ja, seit vielen Jahren gibt es die sogenannte Hyperthermie. Mhm. Nicht bei Krebs, Hyperthermie. Da werden die in ein Zelt gelegt und das wird aufgeheizt, ja. 42 Grad. Ja, komisch, bei 40 ist schon gefährlich, aber jetzt habe ich die Hyperthermie und dann kriegt er 42 Grad. Ja, ist das nun gefährlich, diese Hyperthermie oder nicht? Merken Sie. Warum? Das kann nur funktionieren, weil wir unser Gehirn zu Beginn des Studiums an der Garderobe abgegeben haben. Deswegen, und das ist ja dieses böse Wort, da haben Sie mich auch angegriffen, weil ich gesagt habe, je mehr die Leute studieren, desto blöder sind sie hinterher. Und das ist eine Tatsache, weil natürlich, das ist ja auch die, wie soll ich sagen, die Strategie, gerade im Bereich der Medizin. Sie müssen so viel Müll lernen, Sie können gar nicht den Inhalt überprüfen. Sie müssen nur wie ein Computer abspulen, was Sie da gelernt haben. Ja, das ist so 2 und 2 ist 4 und 4 und 4 ist 8. Was das bedeutet, dass da eine Systematik, ein Sinn, sozusagen eine göttliche Offenbarung dahinter sich verbirgt, das merken wir gar nicht. Und so werden wir durchgenudelt und wir haben dann halt die Lizenz als Doktor, eine Menge Geld zu verdienen. Also ich sehe es persönlich als ein Bestechungsgeschenk. Ich habe mich auf jeden Fall bestechen lassen, muss ich freimütig zugeben. Und jetzt, deswegen mache ich ja jetzt noch im Alter sozusagen Buße, tue ich Buße und die Menschen aufklären über die wahren Weltgeschichten. Ja, versuche das wieder. Weiß ich. Und das andere große Projekt in Bolivien, ein Gesundheitssystem aufzubauen, mit Ausbildung von Heilpraktikern in Bolivien, was Sie betreiben. Ich verstehe Ihren Weg und ich denke viel an Sie. Immer wieder, wenn ich auch vor Entscheidungen stehe, überlege ich mir, wie würde jetzt der Dr. Probst das machen mit seiner Bescheidenheit und mit seinem großen Herz und dann sieht die Welt wieder anders aus. Ich hatte ja kürzlich Besuch, ich hatte es Ihnen im Vorfeld gesagt, wo mir ein Herr gesagt hat, zur Zeit von Corona, wo der Mensch ja immer sein Glück im Außen sucht, ist er jetzt eigentlich gezwungen, sein Glück im Inneren zu suchen oder auch zu finden. Vielleicht auch lernen zu denken, dass nicht immer das, was uns vom Außen gesagt wird, die Wahrheit ist, sondern wir haben ja auch eine eigene Wahrheit, oder? Genau, also das ist ein wunderbarer Gedanke, der mich eigentlich am meisten fundamental umtreibt. Und das ist ja das Zentrum der ganzen Heiligen Schrift, ist eigentlich, dass wir weg vom Außen kommen, mehr nach innen, in die Stille, in das Alleinsein. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir ewig hin und her geschubst werden von außen. Die Außenwelt schubst uns dauernd hin und her. Die merken das ja gar nicht, weil sie so eingebunden sind
in dieses Herdenbewusstsein. Nicht? Wir sind ja Massenmenschen. Und daraus sollte dann, das ist meiner Meinung nach auch die Lebensaufgabe für jeden Einzelnen von uns bestehen, die Lebensaufgabe, dass wir zu Individuen heranwachsen und dann hindurchtunneln durch die Erscheinungen, durch die Welt der Erscheinungen, also diese ganze Astralwelt, alles, was sie uns umgibt, und in das Reich der Gnade finden. Gnade bedeutet, ich kann von mir selber nichts tun. Ich kann nur eben gemäß der göttlichen Gesetze mein Leben gestalten, die Ernährung, die Diaita, also alles, die ganze Lebensführung. Und dann übernimmt die göttliche Führung. Und wem das gelingt, der hat in allen Lebensumständen, egal ob Corona oder was auch immer, das Beste losgezogen, weil er dann eben, wie Jesus es selber sagt im Johannesevangelium, weil er dann den Frieden findet, den diese Welt nicht geben kann. Und so sei es. Genau. Lieber Dr. Probst, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, auch die Zuschauer werden das genossen haben, dass ich jetzt nicht noch eine halbe Stunde abgewürgt habe, sondern dass wir es fließen ließen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie die Kontaktdaten zum Herrn Dr. Probst mal sehen möchten, um ihm vielleicht direkt mal ein Mail zu schreiben oder Ihre Fragen zu stellen, dann finden Sie alle diese Kontaktdaten auf unserer Homepage www.qs24.tv. Und wenn Sie andere Fragen haben, irgendein gesundheitliches Problem, etwas, was Sie belastet, geben Sie einfach mal im Suchbegriff Ihr Problem ein und dann werden Sie auch zu weiteren Videos hingeführt, die Naturheilkunde eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge darstellen, sodass Sie eine weitere Plattform haben, sich zu informieren. Was mir bleibt, ist Ihnen ganz herzlich zu danken für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich nochmals herzlichen Dank. Ich verneige mich wirklich in Ehrfurcht und nicht Ehrfurcht vor Dankbarkeit vor Ihrem Wirken und Ihrer Bescheidenheit und dass Sie das uns immer wieder auch spiegeln. Ich denke, das trifft auch alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Wenn man diese Demo sieht, wie sie es leben, dann haben wir noch einen großen Weg vor uns. Und danke, dass Sie mein Vorbild sind. Alles Gute, danke, liebe Zuschauer. Gerne. Danke für das kongeniale Gespräch auch. Sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.